Livia hat dieses wunderbare Buch geschrieben. Jetzt kommen wir mal zum Eingemachten. Hat dieses wunderbare Buch geschrieben. Ich hatte es nochmal deutlich in die Kamera. Warte mal, bis es fokussiert hat. Jawohl. Mhm, das heißt, wie Sebastian Glate? How to Politik von Hä zu A. Richtig, das können Sie überall da kaufen, wo es Bücher gibt. Und einer in unseren Reihen, und ich bin es nicht, und sonst ist nur noch eine Frau anwesend, würde gerne selbst ein Buch schreiben. Und deshalb trifft sich's doch wahnsinnig gut, dass wir heute eine waschechte Autorin zu Gast haben. Jemand, der wirklich schon mal bei einem richtigen Verlag ein Buch rausgebracht hat, liebe Kinder. Und das würde er hier auch ganz gerne. Und deshalb würde ich jetzt das Wort gerne an unseren Kreativautor von morgen übergeben, Sebastian Glate, bitte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Ehre. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Sebastian Heigl. Auch ich fühle mich zu dieser Sendung immer eingeladen von dir, muss ich sagen. Ja, zugeschaltet aus dem Bundeskanzleramt. Genau, ich habe mir gedacht, du bist 19 und hast ein Buch geschrieben. What the fuck? So, also ich meine, und ich denke mir, ich würde auch gerne ein Buch schreiben. Und ich bin halt, und das verbindet uns ja, wir sind jetzt beide noch keine Medienstars, wir sind noch nicht ganz oben angekommen, wir haben es schon weit geschafft, würde ich sagen, aber nicht ganz oben. Wir sind ja keine Horst Lichters, die können über alles ein Buch schreiben, so. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht kannst du mich ein bisschen coachen, wie ich es denn auch schaffe, ein Buch zu schreiben. Also ich glaube, es fängt damit an, dass man erstmal ein Exposé anfängt. Das heißt, du kannst erstmal überlegen, über was du schreiben möchtest. Da habe ich schon eine Idee nämlich. Aber egal, erzähl mal weiter. Ja, sehr gut. Und dann würde ich halt einfach noch nicht wirklich direkt anfangen zu schreiben, sondern anfangen, dir Ideen aufzuschreiben. Das heißt, keine Geschichte erzählen, sondern eigentlich nur stichpunktartig. Stichpunkte. Genau. Und dann kannst du auch viel einfacher auf einen Verlag zugehen, denn Verlage wollen sehr gerne selber bestimmen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Also ich sollte nicht mit meinem fertigen Buch... Niemals. Nee, so die Bibel 2, wenn ich jetzt so 4000 Seiten, wenn ich das gebe, sagen die... Puh. Genau, die sagen dann verpiss dich. Verpiss dich, sagen die. Ja. Das sind aber gemeine Verlage. Die Bibel 2, Loser, Mann. Die Bibel, Alter. Also ich muss oft dazu sagen, Verlage sind super cool und ich meine, das ist der E-Job. Also sehr gut. Wählen Sie Verlage, wenn Sie können. Sind sehr cool. Sau nice. Nein, um Gottes Willen. Ich habe bis jetzt nur coole Menschen beim Verlag kennengelernt und das muss man einfach dazu sagen. Also ich muss auch ehrlich sagen, man muss auch mal in der ihre Hinsicht überlegen. Oh Gott, Entschuldigung. Okay. Oh Gott. Okay. Livia muss los. Livia, nein, das ist dein Part. Muss zum Flugzeug. Ja. Hier, du, mein Lieber. Livia muss hier zum Flugzeug. Sebastian, ich habe ihm gerade an den Oberschenkel gefasst. Danke. Grüße an Danke, Thomas. Schon wen. Man darf seinen Namen nicht sagen. Nee, sonst kommen wir in die Hölle. Also? Genau, und ich glaube, wenn du mit einem Exposé ankommst, ist es immer sehr gut, weil Verlage wollen einfach sehr viel bestimmen und sehr viel selber machen. Und wenn du aber schon eine genaue Idee hast, ist auch gut, denn dann können sie aufbauen. Und ich kann ja auch nur, oder jeden, der ein Buch schreiben will, macht's einfach. Und Agenturen sind auch immer super. Also war ich selber oder bin ich immer noch selber. Und ohne die Agentur hätte ich auch dieses Buch nicht geschrieben. Okay. Wenn ich dir jetzt so eine Idee mal so in wenigen Worten pitchen würde, glaubst du, könntest du einschätzen, ob ich eine Chance beim Verlag habe oder nicht? Ich bin da kein Profi, aber ich würde es trotzdem gerne wissen. Sehr gut. Also, wir leben in turbulenten Zeiten, Umweltkrise, Corona-Krise, Flüchtlingskrise, immer noch ongoing, also viel Krise am Start. So, ne? Und jetzt, wenn man mal so zurückschaut in der Geschichte, da gab es da ja schon mal jemanden, der die Menschheit gerettet hat. Jesus. So, und mein Buch... mein Buch spielt sozusagen in unserer ganz normalen Welt mit allen Konflikten, die wir haben. Und Jesus kommt zurück auf die Erde. Wie findest du jetzt erstmal die Idee? Also, bei Religion bin ich persönlich... Bin ich ein bisschen Abstand, weil es immer schwer ist, von einer Person zu reden. Es ist auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wir nehmen jetzt, weiß ich nicht, irgendeine Person, die schon gestorben ist oder jetzt sagen wir mal Jesus. Das ist halt immer sehr schwierig, mit solchen Figuren zu arbeiten. Aber ich glaube, ich meine, Jesus-Video, das Buch kennt ihr bestimmt. Wurde auch verfilmt. Genau, richtig. Zweiteiler, Fernseh-Zweiteiler. Sehr geil, muss ich sagen. Finde ich auch schon teilweise ein bisschen zu schwierig, aber ich bin halt auch sehr kritisch, was bei Thema Religion und so angeht. Aber ich finde die Idee nicht schlecht. Ich finde die nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Wie jede gute Geschichte gibt es natürlich einen Plot-Twist. Also du musst dir erstmal vorstellen, Jesus kommt auf die Erde und dann geht er natürlich erstmal über hin und sagt, hey, ich bin Jesus. Und sagen alle, ja. Aber das darf nicht so mit Hitler, er ist wieder da, ne, so gleich sein. Weil das war bei dem Film genauso. So, oh, er ist wieder da und keine Ahnung. Das muss halt ein bisschen anders da sein. Okay.
Genau, meine okay. zwei Figuren sollten wir nicht vergleichen. Nee, das stimmt, das wäre schlecht. Auf jeden Fall, Jesus hat auf jeden Fall Struggle sozusagen, ne? Ja. Also, und versucht dann so durch seine Classics so Leute wieder gehen lassen, Kranke heilen, so versucht er dann auch übers Wasser gehen zum Beispiel, versucht er dann sozusagen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann gibt es so die Schlüsselsituation in meiner Geschichte, wäre die, dass Jesus es fast geschafft hat, wieder wahrgenommen zu werden als der Erlöser, und dann könnte er sozusagen mit der Aufmerksamkeit, könnte er rausgehen an die Welt und die ganzen Probleme lösen, so darauf will er hinaus. Und dann ist er gerade dabei und heilt gerade einen Kranken in einem Krankenhaus, und auf einmal reißt jemand die Tür auf und sagt, es ist ein Wunder. Und alle schauen gespannt, und dann sagt diese Person, die in dem Raum kommt, sagt, Schumi ist aufgewacht, weil nämlich Michael Schumacher aus dem Koma aufgewacht ist. Und dann konzentriert sich die komplette Medienaufmerksamkeit nur noch auf Michael Schumacher, und Jesus wird vergessen. Wild. Glaubst du, also, Titel des Buches übrigens, wild. Gedankenstrich, die Gebete wurden erhört. Also deine Kreativität muss man wirklich haben. Ich meine, probier's. Oder? Probier's. Und dann geht natürlich, ich habe das schon durchgespielt. So, ne? Du machst es wirklich so richtig mit Energie und richtig so mit Liebe. Ja, genau. Und dann, wie gesagt, die Deutschen natürlich crazy about Michael Schumacher. So, ne? Der fährt gleich wieder ein Rennen, gewinnt, bam. Und dann sagt Jesus, okay, gut, nach Italien, ich gehe zum Vatikan. Aber die sind natürlich auch riesen Ferrari-Fans. Ne? Also deswegen kommen auch dort, auch Jesus wird einfach nicht mehr ernst genommen, weil einfach, und das ist halt dann ein gutes, das ist sozusagen die Quintessenz davon, ein gutes Beispiel für schlechtes Timing. Ne, weil Michael Schumacher ihm einfach die Show stiehlt. Aber du zeigst auch die Medien ein bisschen kritisch, was ich zum Beispiel auch gar nicht schlimm finde. Das ist eine große Medienkritik. Das ist eine sehr große Medienkritik. Das wäre auch eine krasse Gesellschaftskritik, weil 2000 Jahre Leute vorheucheln, dass sie an irgendwen glauben, und wenn er dann da ist und sich offenbart, sagen die aber, oh, Schumi ist aber wieder da. Ja, also. Wenn du es als lustiges Buch verkaufst. Nee, ist tote Ernst. Gut, dann wird es schwierig. Nee, ganz ehrlich, ich finde es echt lustig. Okay. Ganz ehrlich. Ja, echt gut. Ja. Schön. Haben wir das abgehandelt? Ich gehe jetzt mal Exposé schreiben.